Moin Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr Empire Earth Plus Multiplayer installiert und benutzt. So. Also erstmal nehmt ihr natürlich den Download-Link, die Download-Links in der Beschreibung. Dann habt ihr einmal den Mega-Upload-Link, habt ihr dieses Archiv, das packen wir gleich mal. Und das zweite ist der Lobby-Client. Den braucht ihr jetzt erstmal noch nicht. So. Dann erstmal das ganze Archiv hier einpacken. Das dauert kurz und nervt. Aber man muss da durch. So. Dann mache ich es natürlich wieder bereit. So, jetzt ist das Ganze gleich fertig entpackt. Wenn das Ganze fertig entpackt ist, öffnet ihr zuerst den Ordner. Ja, komm, dann kannst du jetzt zurück mal. Oh, fertig. So, Ordner. Und dann habt ihr eine ISO und eine Serial SATA. Erstmal die ISO auf ein Laufwerk mounten. Oder halt entpacken, wenn ihr keinen Ultra ISO habt. Aber ich mounte es jetzt. So. Falsch. Falsch. Hä? WTF? Ich hab doch gerade. Ja, jetzt da. Okay, dann erstmal Autorun. Setup oder Autorun. Eigentlich egal. Das Ganze ist jetzt ohne Expansion, weil ich mag die Expansion von dem Spiel nicht. Also, mit Expansion, das wird das Ganze komplizierter jetzt. Da mache ich das Tutorial ohne Expansion. Ich spiele es nämlich selber auch ohne Expansion. So, starten wir den Installer. Er muss dann erstmal laden und laden und laden, vor allem an diesem PC hier, also an diesem Virtual PC. Jetzt da. Gut. Öffnet sich hier das große Menü. Dicke Eier, next. Yes, next. 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 Aha. Der lädt anscheinend gerade. Hoffe ich zumindest. Mach, 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 mach. Endlich. So, das Ganze installieren lassen. So, jetzt da es fertig ist und wir uns die ganzen Bilder schon angeschaut haben, geht's weiter. Yes, das könnt ihr nicht machen, wie ihr wollt. Ich mache jetzt erstmal Yes. No, hier müsst ihr auf jeden Fall No klicken. Ich werde das jetzt mal mit installieren, weil ich jetzt nicht sicher bin, ob das auf diesem PC vorhanden ist. Ansonsten, also eigentlich soll es so gut wie jedem PC, wo schon Spiele installiert sind, eigentlich schon vorhanden sein. Okay. So. Jetzt da, aber noch nicht starten. Ja, jetzt da geht das nächste an. So. Hier. Yes. Install. Alles klar. Okay. DirectX ist fertig installiert. Dann braucht ihr als nächstes. Müsst ihr nochmal den Ordner öffnen? Na, gut, dann. Also, ihr braucht jetzt einmal die Serious-Datei und einmal den Ordner nochmal. So, die Lobby-Client, den braucht ihr nicht nur einmal, die müsst ihr auf dem Bildschirm ziehen. So. Dann.
Serials öffnen und den Lobby klären, starten. Das kann jetzt erstmal ein bisschen dauern. Was? Bitte? Okay, Leute, das ist jetzt doof. Ich bin gleich wieder da. So Leute, bin wieder da. Ich habe jetzt gleich das Problem gefunden. Falls ihr das Problem habt, dass ihr das nicht starten könnt, öffnet euren Browser. Ich werde dann auch nochmal den Link in die Beschreibung packen, glaube ich. Ah, mein Moment. Ich mach kurz. Ich schaue mir das kurz auf. So. Hier. Also im Empire Earth. Ich schreibe mir die Links wieder. Fudig. Perth, dann Lobby und Net 2. So, yep. Nein. Oh Gott, nein. Oh Mann. Lobby und Punkt Net 2. Klicke jetzt auf Ja. Okay. Okay. Also, ich point mich jetzt hier so hin, weil ich den Link gerade nicht zur Verfügung habe. Also, es ist sowieso die Webseite, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Also safe.ee. Hier, safe.ee, aber ich gehe jetzt direkt auf Download Lobby. Dann habe ich nämlich das hier gefunden: Net Rebistrubitable. Whatever. Okay, cool. Change language. Machen wir einfach German. Puh, Alter, ich will nicht French. French ist am Arsch. Download. Ach komm, was denn jetzt? Thanks for downloading. Was willst du denn? Ah, jetzt. Ja, komm. Okay, so. Das downloadet ihr dann euch da so irgendwie, ne? So, Downloading. Wenn der Download fertig ist, öffnen. Run. Na komm. Mach's jetzt mal hin, ey. Okay, also das dauert jetzt erstmal zu installieren. Länger zu installieren. Sollte aber jetzt auch. Aber ist es auch nicht so übertrieben lang, wie lange es dauert. Gott, geh mir weg mit deinen Eulers, Alter. Schieb dir den Euler. Next. Accept install. Das ist der Engine install. Also, configuring to install. Wir wollen ja auch noch mal rauskommen, Programm. Okay, ich melde mich wieder, wenn es fertig ist mit installieren. So, Leute, wieder da. Das hat fast so lange gedauert, wie für einen Politiker ein neues Gesetz durchzubringen. Und jetzt sind wir endlich fertig. Finish. Und jetzt da drücke ich einfach mal so richtig fest meinen Daumen, dass das jetzt mal funktioniert. Come on. Come on. Come on. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja! Yes! Sehr gut. Oh, endlich. Boah, ist das geil. Okay. So, jetzt da kommt das eigentlich. Also, ich weiß jetzt nicht hier. Das müssen wir jetzt eh nochmal selber machen. Hier gebt ihr euren gewünschten Username ein. Ich gebe mal ein. Blöd. Egal. Exa. Byte. Gameplay. Passwort 1, 2, 3. Na, obwohl. Passwort sag ich euch nicht. Okay. Dann klickt ihr beim ersten Mal auf Create New User. Dann wird er gecreated. Und dann öffnet sich hier die Lobby. Aber jetzt da muss ich euch noch kurz was zeigen. Ich beende das nochmal kurz. Wenn ihr nämlich denkt, ja, wenn ihr denkt, ihr müsst euch das Ganze merken, habt ihr euch geschnitten.
wenn ihr jetzt das wieder startet hier und ihr wollt ganz zufällig euch wieder auf denselben User einloggen, könnt ihr einfach hier auswählen und Login drücken. Ja, so einfach geht es, ne? Boah, so, da haben wir gleich schon ein paar Spiele gefunden. Also, ne? So, jetzt geht ihr erstmal auf Patch. Dann Auto Detect. Dann Remove All Patches and Mods. Okay. Dann macht ihr einmal ein Direct Connect Patch. Und dann macht ihr das Auto Update. Dann macht ihr die Sprache, die ihr das Ganze haben wollt. Ich meine jetzt Deutsch. So, schwer Deutsch. Ja, genau. Und jetzt kommt das total Unlogische an diesem Spiel. Das richtig unlogisch. Weiter. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Ja, weiter. Weiter. Mach hinne. Ja, die Dateien werden aktualisiert, wie ihr euch verarscht, hey. So. Okay, fertigstellen. Okay. So, im nächsten Patch seht ihr dann, wieso das so eine übelste Verarsche ist mit Empire Earth Patches. Dann Deutsch, okay. Dann wartet ihr, bis es fertig runtergeladen ist. Jetzt da. Weiter. Jetzt brauchen wir den Serial. Endlich. Und das ist der Unlogische. Ihr könnt das installieren ohne Serial, aber nicht patchen. Jetzt nehme ich erstmal einfach mal den ersten raus hier und hau ihn rein. Name gebe ich Kackwurst ein. Und der Serial. Und yep. Weiter. Was Ding? Ey. Nicht ernsthaft jetzt. Mann, du Dreck! Meine Fresse, ey! Warum? Jetzt installiert das Ganze. Ich sag jetzt installiert das Ganze. Okay, jetzt sind wir fertig. Fertigstellen. Was für eine Action hier, ey. Warum nicht responding, ey? Ey. Du Dreck, du. Hund. Ja, okay, jetzt da downloadet er weiter. Okay. Get Empire 2.0 No CD Crack. Eben warten, bis er runtergeladen ist. Das war jetzt gerade so eine Sache für sich. Das kommt in die Outtakes. Lol. Es wie mit Outtakes. Okay, gut, so. Jetzt da sollte alles fertig sein. Ihr schließt das hier. Ihr geht wieder in die Lobby. So, und jetzt da werde ich euch erstmal zeigen, entweder ihr habt keine Firewall in eurem Router, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, oder ihr habt eine Firewall drin, wo ihr Ports freischalten könnt. Da bin ich mir aber bei dem Spiel nicht so gut. Also mit Ports freischalten. Oder ihr benutzt Tamagotchi. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Irgendwie hat sich das Ganze aufgehängt. So was blödes Drecksprogramm, ey. Fick dich jetzt doch ins Knie, Alter. Na toll, Alter. Ey, komm.
Zoll denn das, du blöder Wichser? Mann, verpiss dich! Fick Install Shield, Alter, was zur Hölle, ey? So, jetzt wird das ja erstmal installiert. Bin jetzt langsam ein bisschen angenervt, weil dieses Drecks Install Shield nicht zugehen will. Mann, verpiss dich vor. Was zur. Lass mich. Ey! Alter. Direkt mal Aggression bei dem Kack.